Also das Buch zerfällt im Grunde in zwei Teile. Es versucht, eine vorrationale Handlungstheorie zur Sprache zu bringen und in diesem Sinne eine realistische Handlungstheorie, die die emotionalen Grundlagen unseres Handelns berücksichtigt. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil werden im Grunde dann Wissensformen dieses Handelns analysiert, wie zum Beispiel Intuition, wie Instinkt, wie Trieb, wie Ahnung, wie Wünsche, die dann mit im Verhältnis zu bestimmten Stimmungen gesetzt werden, also wie zum Beispiel der Angst und dann ganz zentral der Sehnsucht. Denn ich denke, der Mensch ist von seiner anthropologischen Grundausstattung her ein sehnsüchtiges Wesen. Und die Sehnsüchte treiben ihn, sie bestimmen ihn und gleichzeitig sind die Sehnsüchte ein ganz zentraler Regulationsmechanismus aller Kulturen. Und darin würde ich nicht nur ein Bedrohungspotenzial sehen, sondern auch ein großes Befriedungspotenzial, sodass ich dann vor allem in diesem zweiten Teil alle Formen von Sehnsucht durchgehe. Ich gehe also insofern über Bloch hinaus, als er meinte, den Begriff der Sehnsucht könne man vollständig aufheben im Begriff der Hoffnung. Also in der Hoffnung wird die Sehnsucht konkret, bekommt sie ein Ziel und schließt sich ab. Also die Sehnsucht kommt in gewissem Maße in der Hoffnung zur Ruhe. Das ist ein schöner Traum und entspricht eigentlich dem menschlichen Grundbedürfnis nach Zufriedenheit, nach Ruhe in sich selbst. Aber meine These ist, selbst wenn die Hoffnung befriedigt ist, läuft die Sehnsuchtsmaschine weiter. Sie steht nicht stille. Und insofern hat die Romantik Recht, gegen die Bloch polemisiert, nämlich die Sehnsucht geht immer ins Unendliche. Sie ist nicht stillzustellen und sie ist ein wesentlicher Grundmechanismus, Antriebsmechanismus unserer Kultur. Aber das ist ganz ambivalent. Also man kann aus Liebe auch in den Tod vorlaufen. Es gibt klassische Fälle in der Weltliteratur wie Heinrich von Kleist, wo eben der Liebestrieb, die Vollendung der Liebe gipfelt in der gemeinsamen Selbsttötung. Also Eros wird dann zum Thanatos, zum Todestrieb. Und die Liebe vollendet sich im Tod. Das mag für den Mann auf der Straße paradox sein, aber gerade in der Kunst, in der Philosophie, stand das immer für ein konsequentes Denken, das sich in der eigenen Existenz verwirklicht. Und das kann dramatische Züge annehmen. Aber das Problem ist, dass auch Kulturen danach funktionieren. Also Kulturen können das Bedürfnis haben und haben das grundlegende Bedürfnis, dem anderen zu helfen, dem Leidenden aus seiner Bedrängnis herauszuführen, ihn zu unterstützen, ein leidfreies Leben zu führen. Aber dann taucht das Problem auf, was die christliche Kultur auch immer hatte, wie weit eine Kultur am Mitleid zugrunde gehen kann. Wie weit also eine Kultur sich in der Sehnsucht nach dem anderen selbst zerstören kann. Und ich denke, dieses Problem wird uns in den nächsten Jahrzehnten ganz massiv bewegen, weil wir eben vor einer biopolitischen Revolution stehen, wie es die seit 1945 nicht gegeben hat. Das ist meine These, kulturphilosophisch gesehen. Und dafür muss sich die Philosophie öffnen. Die Philosophie muss sich also dann Themen gegenüber öffnen. Wenn sie eine Kulturphilosophie auf der Höhe der Zeit sein will, öffnen für Themen, die sie bisher vernachlässigt hat. Und das ist die tatsächliche Analyse der Stimmungen von Menschen, der Lüste von Menschen. Das ist die tatsächliche Analyse, wie Bevölkerungsentwicklungen
wie Geburtenraten sich auf unsere Lebensweisen auswirken. Und gerade wir in Deutschland haben damit natürlich große Probleme aufgrund der Ereignisse zwischen 1933 und 1945. Aber man wird nicht mehr darum herumgehen können, wenn wir gemeinsam in einer befriedeten Welt leben wollen. Und zwar meine ich das nach innen wie nach außen. Denn die Kriege finden ja nicht nur zwischen Völkern statt, zwischen Nationen, zwischen Staaten, sondern die Kriege finden alltäglich in uns statt, in unserem Gefühlshaushalt. Jeden Tag kämpfen wir mit unserer Wut, die wir vielleicht nicht ausleben wollen. Wir kämpfen mit unserem Zorn, den wir nicht artikulieren sollen. Wir kämpfen mit unserem Hass, den wir nicht ausdrücken dürfen. Aber vielleicht ist es sinnvoll, eben Mechanismen zu finden, diese dunklen Affekte zur Sprache zu bringen. Bisher verfolgte man eben die Strategie in der Philosophie, vor allem in einer christlich geprägten Philosophie, dass man nur positive Aspekte, die schöne Seite unserer Emotionalität, wie zum Beispiel eben die Liebe, zur Sprache bringen wollte. Aber wir sind nun mal eifersüchtig und neidisch und hassen. Und vielleicht ist Mitleid auch nur eine besondere Strategie, den anderen zu unterwerfen, nämlich ihn von mir abhängig zu machen, mich an ihm zu rächen, indem ich ihm in meinem Mitleiden meine Stärke zeige. Das muss zur Sprache kommen. Und man darf nicht mehr sozusagen um die dunkle Seite des Menschseins herumgehen, wenn wir weiter in einer aufgeklärten Gesellschaft leben wollen, in der schöne Menschen leben.